In diesem Vorlesungsvideo widmen wir uns nun ganz den R-Skripten. Ich habe zuvor schon einmal die Dinge erwähnt, die wir mit R machen können und da hatte ich auch Skripte genannt und hatte da gesagt, ich werde Ihnen später noch erzählen, was überhaupt ein Skript ist und genau das machen wir jetzt. Also ein R-Skript, das sollten Sie immer benutzen, denn das spart in langer Sicht massig Zeit. Denn typischerweise machen wir es nicht so, dass wir die R-Befehle, wie wir es eben gemacht haben, alle einzeln eintippen, sondern wir verwenden eben unsere R-Skripte und sammeln da die einzelnen Befehle, damit wir auch später noch darauf zugreifen können und auch in einem Jahr noch wissen, was wir da überhaupt in der ersten Statistik-Session gemacht haben. Und ein R-Skript, das ist im Grunde nichts anderes als eine einfache Textdatei. Und hat immer die Dateiendung .r. Vorteile so eines R-Skripts, die sehen Sie hier. Zum einen ist es sehr übersichtlich und alles ist im Idealfall sehr gut dokumentiert, so dass man das auch immer wiederholt anwenden und auch verbessern kann. Zum Beispiel für Bachelor-, Masterarbeiten, Hausarbeiten relevant. Fehler können wir so einfach korrigieren und wir können auch so jederzeit optimieren. Dass das Ganze schneller funktioniert oder besser funktioniert, das, was wir in R machen wollen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, dass wir innerhalb von einem Knopfdruck und der Zeile, die wir geändert haben wollen, unsere komplette Analyse neu definieren können. Wir können mit allen Daten, wenn wir ein R-Skript haben, unsere Analyse wiederholen und nicht nur für die wir das R-Skript ursprünglich erstellt haben. RStudio haben Sie schon kennengelernt und der Vorteil ist, dass RStudio genau einen solchen Editor hat, um R-Skripte öffnen und speichern zu können. Wir können also in RStudio einfach unsere R-Skripte erstellen. Hier sind wir jetzt wieder in R und es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, Ihr R-Skript zu erstellen. Entweder klicken Sie einfach hier drauf, Sie sehen hier dieses Plus und dann da das Blatt hinter. Wenn Sie da drauf drücken, sehen Sie hier oben R-Skript. Das können Sie einfach anklicken, dann wird Ihnen ein neues R-Skript erstellt. Oder Sie drücken Steuerung Shift N und auch dann erhalten Sie ein neues R-Skript. Und insgesamt gibt es noch einen Weg, nämlich wenn Sie jetzt hier auf File, New File und dann auf R-Skript drücken, haben Sie eine dritte Variante, Ihr R-Skript zu erstellen. Also wählen Sie nun bitte eine dieser Varianten aus. Ich glaube, ich mache es mit STRG SHIFT N und hier ist jetzt mein R-Skript. Also, bisher hat es noch keinen Namen, wenn wir es jetzt speichern wollen. Mein erstes R-Skript. Wir speichern das. Dann sehen Sie, dass unser R-Skript nun unter mein erstes R-Skript.r gespeichert wurde. So, und jetzt können wir eigentlich die Dinge, die wir eben gemacht haben, hier reinkopieren. Gehen wir zurück zu den Folien. Wenn wir mit R-Skripts arbeiten, können wir entweder ein R-Skript komplett ausführen oder zeilenweise. Und auch das geht wieder über verschiedene Möglichkeiten. Da sehen Sie entweder per Mausklick oder über das Menü. Mit Code und dann Run und so weiter oder per Tastenkürzel Steuerung und Enter. Schauen wir uns das an. Also erstellen wir uns einfach kurz zu den Befehlen, die wir schon kennen, unser R-Skript. Also was hatten wir? Wir wollten als erstes sagen 6 plus 3. Das war der erste Befehl. Dann hatten wir 2 plus SQRT 6 plus 3. Das war unser zweiter Befehl mal 3. Und dann hatten wir den Vektor x wird belegt mit C2 bis 6, x plus 2 und so weiter. Speichern das Ganze. Und wenn wir jetzt hier die verschiedenen Optionen einmal durchgehen, also wir können markieren und hier drauf drücken und Sie sehen jetzt hier, dann genau das ausgeführt. Nur dieser Befehl. Wenn wir alles markieren und auf Run drücken, wird auch alles ausgeführt und berechnet von ihr. Weitere Variante ist einfach auch wieder das zu markieren, was uns interessiert. Wenn wir jetzt nur das wissen wollen,
und dann Steuerung und Enter gleichzeitig zu drücken, dann sehen Sie, es wird auch jetzt nur noch mal diese Zeile ausgeführt. Und die dritte Alternative über Code. Und dann gibt es hier Run Selected Line oder Run Region. Dann kann man hier verschiedene Varianten wählen. Hier zum Beispiel möchte ich, dass alles einmal ausgeführt wird. Das geht dann auch mit Steuerung Alt R. Und so sieht das Ganze dann aus. Also verschiedene Optionen mit R zu arbeiten. Also, haben gelernt, wir können das Ganze zeilenweise oder komplett machen. Und es gibt eben diese verschiedenen Möglichkeiten dazu. Weiteren ist es ganz wichtig, R-Skripte zu kommentieren, eben damit Sie auch nach einem Jahr noch drauf gucken können und wissen, was Sie da gemacht haben. Jetzt bei diesen einfachen Sachen, die wir uns jetzt anschauen, ist es vielleicht noch nicht für Sie ganz so offensichtlich, warum Sie da nicht in einem Jahr noch drauf kommen sollten, dass die Wurzel SQRT ist beispielsweise. Aber wir werden noch andere Befehle kennenlernen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich zuzuordnen sind. Und R-Skripte können Sie dann kommentieren. Und wenn Sie ein R-Skript kommentieren, dann machen Sie das einfach immer, indem Sie eine Raute vor Ihren Kommentar schreiben. Denn R ignoriert alles, was hinter einer Raute in einer Zeile steht. Dies hilft Ihnen dann wieder, wenn Sie Ihr Skript dokumentieren wollen. Auch das schauen wir uns in R an. Und jetzt hier also das Ganze mal kommentieren. Das funktioniert ja wie mit dem Taschenrechner. 6 plus 3 sind 9. Wenn ich Wurzeln mit einbaue, sieht das zum Beispiel so aus. Oder schreiben Sie dann bitte sinnvolle Sachen hin und nicht wie ich hier einfach irgendeinen Text. Also, hier können wir jetzt auch wirklich was Sinnvolles hinschreiben. Belege die Variable x mit dem Vektor der Zahlen von 2 bis 6. Addiere 2 zu jeder Zahl des Vektors. So oder so ähnlich könnten Sie das dann machen. Speichern Sie zwischendurch und Sie sehen jetzt, wenn wir jetzt hier alles ausführen, Steuerung Alt R zum Beispiel, führt uns alles aus, dann sehen Sie die verschiedenen Antworten, die werden durch unsere Rauten nicht berührt. Da Sie jetzt wissen, wie so ein R-Skript aussieht, switchen wir mal zu dem Skript vom Chef. So, im Idealfall haben Sie danach auch so ein schönes Skript, in dem Sie einfach Ihre Informationen angeben. Also so könnte das dann auch aussehen für Ihre Bachelorarbeit oder Hausarbeit beispielsweise. Und jetzt sehen Sie, hier sind wir beim Thema Einführung in R, einfacher Taschenrechner, Berechnung mit Vektoren. Das haben Sie schon kennengelernt. Also alles nicht so schwer, können Sie umsetzen. Und auch das Skript hier, das können wir jetzt einfach ausführen bis zu dem Punkt, an dem wir uns jetzt befinden. Und Sie sehen, funktioniert mit Steuerung Enter und Markieren alles einwandfrei. Das ist genau das Skript, was wir jetzt eben gesehen haben. Noch einmal in Ihren Folien. Wir sollten aus diesem Video nun mitnehmen, warum es für Sie sinnvoll sein kann und auch sein wird, mit R-Skripten zu arbeiten. Und Sie sollten nun wissen, wie Sie ganz einfach in R Skripte erstellen können und ganz oder nur teilweise ausführen. Denken Sie immer daran, kommentierte Skripte helfen Ihnen langfristig. Es ist zwar im Moment ein bisschen mehr Arbeit, aber langfristig wissen Sie immer, was Sie gemacht haben.